Vielleicht können wir noch ein bisschen ballern. Landung im Gang. Klich hat es hier einst vor Leben gewimmelt. Ist das nicht aufregend? Oh, geht so. Extreme Kälte schon wieder. Oh. Wechsle ich denn die Waffe? Oh. Aber es ist ja die stärkste, die ich habe, ne? Nachladen, Digga. Wo bist du? Okay. Oh. So, wie nehme ich denn... Ach ja. Nein! Oh. Wo ist er? Komm, der macht mir Sorgen. Den muss ich jetzt erstmal töten. Oh, fuck! Oh. Ich hab gebrannt. So, Digga. Was ist das für ein Anzug, Alter? Den will ich auch. Voll geil. Komm, einpacken.
Dolch, okay. Munition, Dietriche. Ja. So, aber einer ist ja noch da. Zu. Gehen wir erstmal da rein. Da ist bestimmt Barrett. Tja, im Universum ist nichts garantiert. Weiß man weiter. Da hocken sie und erzählen. Physikalischen Gesetze. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das Verrückteste, was du je gesehen hast? Nur die Wahrheit, bitte. Mal überlegen. Kein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Horn. Ach was. Tarnung? Saß König Artus im Sattel? Okay, es war hier ein Extremophil. Him, ihr habt mich gefunden. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das mit Barrett das erste Mal war. Aber das ist es nicht. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Ich bring die nach Hause, Barrett. Eigentlich ist es hier ganz nett. Der miese Matsura ist ein guter Gastgeber. Warum sollten die letzten Momente keine angenehmen sein? Das mag ich an dir, Matsura. Du bist ein echter Alleskönner. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Überzeugen. Hat Barrett nicht genug gelitten? Lass ihn einfach gehen. 4000 Credits zahlen, Sarah Morgan. Genau für dieses Problem haben wir eine Versicherung. Angreifen. Für Piraten gibt es keine Lösung. Okay, ich probier's mal. Überzeugen. Soll ich hinterher etwa mit leeren Händen dastehen? Mit Barrett verstehst du dich offensichtlich gut. Ihr seid Freunde. Wenn du heiß auf ein Blutbad wärst, hättest du schon längst angegriffen. Dann machen wir grün, ne? Die Geisel und das Lösegeld sind zwei verschiedene Dinge. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Das will keiner. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Jetzt nicht voreilig werden. Das reicht. Scheiße, ich muss nicht auf geklappt. Das Lösegeld bestehen. Sarah Morgan, genau für dieses Problem haben wir eine Versicherung. Genau für dieses Problem haben wir eine Versicherung. Heißt das, du bezahlst, Lady? Namen sind nicht nötig. Hier ist dein Geld. Und es wäre super, wenn du dafür sorgen könntest, dass die Crimson Fleet Barrett in Ruhe lässt. Damit wäre allen gedient. Gute Idee. Aber das hängt auch von ihm ab. Versuch es einfach bei den richtigen Leuten damit. In Ordnung. Macht's gut zusammen. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, Matsura. Obwohl, hoffentlich lieber nicht. Da. Easy peasy, lemon squeezy. Na komm. Gehen wir.
Barrett. Der ist bestimmt dabei. Oh, Minen. Noch mehr Minen. Zurück zur Loge? Kann ich dir bei was helfen? Nö. So. Handeln wir, Piraterie. Ich will alles, was im Frachtraum ist, und zwar sofort. Ihr seid also Siedler? Wie ist das so? Hast du was Interessantes gehört? Ich bin neulich durch das Charybdis-System geflogen, hab dabei ein Notsignal aufgeschnappt, sehr schwach. Wollte der Sache aber nicht allein nachgehen, ist sicher noch dort. Ja, handeln anderen wir. Wandervögeln helfe ich immer gerne. Was hast du denn so? Und was habe ich denn so? Erstmal verkaufen. So. Oh. Wieso ist beim Verkaufen nicht der Schaden? Okay. Also die Katharin sollte ich noch behalten. Haben wir irgendwas doppelt und dreifach? Nee, ne? 3 Energy. Heck. Tesla Grendel. 3. Legendär. Na, dann kann die weg. Im Prinzip so die ganzen. Guck mal, was ich alles Tolles hab. Aber die weißen Sachen, die sind doch alle Müll im Prinzip. Ja, die behalte ich mir für den Nahkampf. Prozent Schaden bei Aliens. Hm. 15, 21. Der Rüttler. Weg. Weg. Wie viel Grindel brauchen wir noch? Cutter. Behalten wir mal noch. Okay. Oh. Ja, komm. So, wir müssen da hin. Dann reisen wir da mal hin. Weil wir da eigentlich auch noch hin könnten, ne? Na, aber jetzt nicht. Oh, bist du doof?
Ah, jetzt bewegt es sich. So. Auf nach Alpha Centauri. Hoppala. Und zwar zur Loge. Sauge. Da. Die Loge. Und landen. Sind wir aber nahe gelandet. Schon hier sind, sollten wir mit Matteo oder Noel sprechen. Sorry fürs Warten. Stimmt. Ich habe Unmengen von Büchern und Videos, um mich Barrett, zu beschäftigen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Noel. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deine Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtrey. Ist das etwa? Wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang hierauf gewartet habe. Die Konstellation. Du spürst es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte, seit den Visionen, sie wirken einfach beruhigend. Hey. Ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Gemeinsam reisen klingt gut für mich. Man sollte nicht an einem Schiff hängen. Wenn es zum fünften oder sechsten Mal explodiert und man wieder mal verschollen geht, geht auch die Liebe. Außerdem ist die Frontier nun ein Schiff der Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Also teilen wir sie uns. Ich weiß ja nicht. Aber okay. Fantastisch. Skillpunkt. Kampf. Was gibt's hier noch? Laser. Oh, halt Forschung. Astrodynamik, Geologie, Medizin, Forschungsmethoden, Analyse. Medipacks, Traumapacks, Notfallkits regenerieren 10% zusätzliche Gesundheit um 10% schneller. Ja. Ja, klingt doch erstmal ganz gut. So. Ich muss mit den. Hey, bleib da. Matteo. Ich weiß, dass die Artefakte. Geht's dir gut? Ich weiß nicht, ob dich das überhaupt schon jemand gefragt hat. Nicht, dass du denkst, für uns zählen nur die Artefakte. Du bist auch wichtig. Dass du das Artefakt hergebracht hast, war gewaltig. Ich bin Matteo. Ursprünglich Theologe, aber jetzt... Entdecker wie du. Matteo. Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Die Artefakte kamen alle aus Höhlen. Was hältst du von der Vision, die ich gesehen habe? Ich will nicht lügen. Ich hätte das wirklich gern selbst gesehen. Ist sonst schwer einzuschätzen. Du und Barrett, ihr habt beide etwas gesehen. Das war bestimmt kein Zufall. Hattest du das Gefühl, sie will dir etwas mitteilen? Nicht unbedingt wie eine göttliche Offenbarung, aber vielleicht sowas Ähnliches? Wenn sie etwas bedeutet hat, habe ich es nicht verstanden. Ich weiß, dass es wichtig ist, das spüre ich. Vielleicht werde ich einfach nur verrückt. Ich weiß nur, dass ich so etwas noch nie erlebt habe. Glaubst du, das war ein religiöses Erlebnis? Es muss etwas bedeuten.
Alles hängt zusammen. Wir müssen nur rausfinden, wie und warum. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Wir brauchen mehr Daten, sprich mehr Artefakte. Okay. Das zweite stammt von Kasal. Vergraben, genau wie deines. Aber das erste? Das lag jahrelang direkt vor unserer Nase. Im Lager, als übergroßer Briefbeschwerer getarnt. Verrückt, oder? Die wohl größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte verstaubte einfach. Totally crazy. Naja, es gab Überlappung, was unsere Interessen angeht. Ich hatte jahrelang nach religiösen Relikten gesucht. Vielleicht, weil es in der Kategorie stand. Ich hatte etwas Unglaubliches entdeckt. Und an einem riesigen Konzern verloren. Oder weil es gestern also bei dem Xbox-Event erwähnt wurde. Dem gehörte der Konzern zufällig. Und wie geht's dir? Wir haben gemerkt, dass wir viel gemeinsam haben und er hat mich in die Constellation eingeladen. Pass auf dich auf! Pass du auf dich auf. So, Neo. Wer war Neo? Wo ist Neo hin? Nö, heute ist irgendwie keiner da. Alles tot. Ich will nachher noch einkaufen. Ich könnte was für dich mitbringen. Du hast eine kostbare Gelegenheit erhalten. Wo ist Neo jetzt hin? Schau nicht zurück. Oder wie sie heißt. Und warum hast du ein Schiff? Da sind wir noch chronische Augen, Tinnitus. Wo ist die jetzt? Ich hoffe, ihr Quartier ist zu ihrer Zufriedenheit. Ja. Ich glaube schon. Aber ja. Wir speichern mal eben. Ah, speichert automatisch. Halt. Zurück. So, gespeichert. Tadam!